Willkommen zurück zu Deus Ex. Diese Tür ist leider verschlossen mit 6 Tools Stärke. Brücke Maschinenraum. Wir sind hier nicht im Maschinenraum, wir sind hier beim Helipad. Der ist 5-stellig. Der Code war gerade 4-stellig. Gerade geguckt, 6655. Ja, das ist für die Rampe. Ich probiere ihn mal. Na, 2249, das ist schon eigentlich zu alt. Ich probier's mal aus. 2249, nein. 6655. 6655. Nein. 6556. 5566. Ja. Mist. Oh, was haben wir denn da? Ich will da gerne rein. Dank der Vorhöhung geht das auch. Vielleicht komme ich ja dadurch zum Helipad. Oder wo komme ich da hin? Keine Ahnung. Ah, da komme ich wieder hierhin zurück. Jetzt habe ich halt leider das Problem. Ach was. Ach, guck mal. Das ist ja interessant. Das ist gut zu wissen. Ich gucke mich jetzt aber erst nochmal bei der Elektronik um. Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, den Strom irgendwie auszustellen. Oder habe ich nicht EMP-Resistenz? Nee, die EMP-Resistenz, die hatte, glaube ich, der Zwergesel. Ja, ich habe den ballistischen Schutz genommen. Und was habe ich noch? Ich habe die Umgebungsresistenz durch Strahlung und Toxine. Die funktioniert leider nicht gegen elektrische Schläge, würde ich mal vermuten. Ich würde da gerne rüberkommen. Ich guck mal, wenn ich da wieder Sabot reintue, kriege ich das Viech da unten noch bestimmt klein, oder? Auch gelacht. Genau. So, und jetzt kann ich doch bestimmt irgendwo den Strom hier ausschalten. Jetzt, da komme ich nicht durch. Ich bleibe geduckt, obwohl ich eigentlich nicht so der Schleicher bin. Aber einfach um nicht getroffen zu werden. Aha, eine Luke. Das ist interessant. Was gibt es hier? Das führt auf jeden Fall in die richtige Richtung, Richtung Helipad. Jetzt bräuchte ich hier 4 Tools, um vermutlich den Strom auszuschalten. Es dürfte wahrscheinlich einfach nur Alarm auslösen. Mal schauen, was passiert. Nichts. Okay. Oh, doch. Jetzt geht's wieder zu. Was? Moment. Wenn ich jetzt aktiviere, geht's an. Und wenn ich es nochmal aktiviere, geht's wieder zu. Was für ein großartiges Sicherheitssystem. Das ist doch sehr vorausschauend geplant, dass man das auch wieder deaktivieren kann. Nachdem es aktiviert wurde. Sogar aus Versehen, wenn man der Einbrecher ist. Oh Mann. Aber gut, dann genau, gehe ich einfach mal hier rum. Wird schon schief gehen, oder? Bisschen Pistolenmunition, kann nie schaden. Hm, wieder Fähigkeitspunkte. Und willkommen am Helipad, würde ich sagen. Das dann brauche ich nicht mehr. Brauche ich Energie? Ja, ich brauche Energie. Okay. Lebensenergie meinte ich natürlich gerade. Die Energie meinte ich jetzt. Und die habe ich auch jetzt. So, auf dem Helipad ist die Schwachstelle im Osten. Und Osten ist da. Das hier Kameras. Hier gibt es eine Selbstschussanlage, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht entdeckt werde. Andererseits kann ich mich hier natürlich jederzeit wieder auffüllen. Das heißt, ich kann mich jetzt ohne schlechtes Gewissen einfach mal unsichtbar machen mit dem Tarnfeld. Ich muss halt aufpassen, dass ich diesen Bot nicht aus Versehen sprenge, weil es braucht schon verdammt viel Energie, dieses Tarnfeld. Lad mich auf, lad mich auf, lad mich auf, lad mich auf. Verdammt, verdammt, nein!
Lade mich. Sergeant, is that you? Okay. Ich verkrümmel dich mal hier unten. Und erledige die dann von hier aus vielleicht mit der Armbrust lautlos. Auch wenn ich eigentlich nicht... Was? Du hast mich nicht gehört! Das ist eine lautlose Waffe, Junge. Du kannst mich gar nicht gehört haben. Nur weil ich geschossen habe. That's the one. Okay, drop it. Okay. Was brauche ich jetzt noch? Vielleicht ein bisschen. Ja, komm. Heilung. Kann nie schaden. Mein Gott, der ist wieder bereit. Sehr gut. Ja, so ein Biobot. Ist echt eine praktische Sache. Ein Schlüssel für den Locker. Was ist das hier? Ach, genau, das ist die Tür, die ich mal öffnen wollte und nicht aufgekriegt habe, weil ich wohl zu geizig war für die zwei Tools oder so, keine Ahnung. Wie dem auch sei, vierstellig. 6655? Nein. Was war der andere Code? Brücke im Maschinenraum 9753. Auch der war es nicht. Hm. Gut, dann werde ich einfach mal... Wie komme ich da jetzt rein? Da komme ich rein. Da reingehen. Vielleicht finde ich halt dort den Code irgendwo. Gegner sind ja zum Glück keine mehr. Da geht's auch hoch. Kapitel 23, bla bla. Wieso will ich Strom sparen? Ich will doch hier bei den Gegnern. Bisschen Sport. Ah, verdammt! Nein! Unendlich! Oh, okay. Habe ich jetzt gerade zwei, die ich verbraucht? Ja, habe ich. Also drei insgesamt. Mist. Die da brauche ich nicht. Ah, guck mal da. Was haben wir denn da? Der heutige Code für den Hangar lautet 4453. Siehst du? Geht doch. Also wenn ich mal so eine Anlage betreibe, dann werden die Codes... Hä? Nein! Was? 4453. 4453. Okay. Das war's dann wohl nicht für hier. Bin ich vollständig geheilt? Ja. Das ist ja die einzige noch verschlossene Tür, oder? Ja, genau, da gibt's auch keine. Komm, was soll's? Ich habe 20 Multitools. Speichere ich mal vorher. Ich habe doch 20 von den Dingern. Dann benutze ich die doch einfach mal. Was soll der Geiz? Da hätte ich gerne Schrot. Ich höre Schritte. Da oben. Sag mal. Du löst keinen Alarm aus. Ah! Und das hier ist die andere Seite des Elektrogangs. Interessant. Nichts dabei, was ich irgendwie verwerten könnte. Was gibt's denn hier oben sonst? Hm. Keine Ahnung. Ich sehe gerade nichts. Irgendwelche versteckten Schalter vielleicht? Nö, ne? Sehe ich gerade nicht. Vielleicht da? Vielleicht da? Nö, da ist nichts. Okay.
Dann werde ich mal meine Beine kaputt machen. Nein, nicht meine Beine kaputt machen. Natürlich zum Helikopter hochgehen, zum Hubschrauber. Da rein. Da war ja auch noch eine Treppe. Ich sag ständig Treppe, wenn ich Leiter meine. Meine Güte. Was ist da los mit mir? Da. Was da meinte ich? Was kann ich jetzt hier tun? Kann ich den sprengen vielleicht? Ich meine, hallo, die wollen hier das Gift verteilen. Das muss ich doch verhindern. Scheint nicht zu gehen. Das klappt leider nicht. Schade. Aber gut. Ich will ja das Schiff versenken. Schiffe versenken. Spiel. Ach, da drüben war ich gerade, ne? Ja, genau. Ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts mehr. So. Ich bin jetzt also. Wo bin ich gerade? Ich müsste da sein. Genau, ich bin jetzt hier. Habe ich das da schon gesprengt? Bin mir nicht sicher. Schaue ich gleich mal nach. Es dürfte dann auch das letzte sein, was ich sprengen muss. Arcs of electricity come off that thing like lightning. Verdammt, wie komme ich da hin? Okay. Hier bin ich erstmal sicher vor den Blitzen. Ach da, ja, da ist das. Okay. Ja klar, dann schmeiße ich eine Lampe hin und dann passt es, ne? Geht doch. Es wackelt! Nein! Ich bin hier lebendig raus! Er hat 30 Minuten gesagt, ne? Nicht 30 Sekunden. Okay, wo will ich hin? Lüftungsschacht. Soll in den... Autsch! In den Belüftungsschacht. Wo ist der? Ist es hier? Erstmal die Dinger hier ausmachen. Welchen Belüftungsschacht meinst du? Den hier? Ne, da ist keiner. Welcher Belüftungsschacht? Das Dach? Wie komme ich da hoch? Verdammt! Muss ich jetzt gerade nochmal gucken. Am westlichen Ende des Docks führt ein Wartungsschacht ins Belüftungssystem. Westen ist da. Okay, wo ist der? Wo ist der Schacht? Ist der da unten irgendwo? Ich sehe keinen. Ich sehe hier keinen Wartungsschacht. Ich speichere mal. Und schaue ich mal im Wasser um. Vielleicht da unten? Nee. Nee. Also da ist Westen. Das hier ist das westliche Ende. Aber ich sehe hier keinen Wartungsschacht. Und am Schiff wird er ja wohl nicht meinen, oder? Westlichen Ende der Docks. Ich lade mal eben wieder. Westlichen Ende der Docks. Hat er vielleicht den da? Das könnte sein, ja. Ach so, na klar, ich kann mir über das Dach hier rein. Ah, das ist gemeint. Na, natürlich.
Das da war, glaube ich, die Ecke, wo ich dann durchspringen muss und Schaden kriege. Und hierdurch ist, glaube ich, schadenfrei gegangen. Genau, ja. Da wäre ich jetzt dann dadurch gekommen. Da kriege ich ja Schaden, wenn ich durchspringe. Warum auch immer, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist das hier geschafft. Also fast, sobald ich Job finde. Ja, endlich. Diese Schiffsmission, die fand ich ja eher so ein bisschen ätzend. Ah, oh, geht doch. Cool. Na dann, weg von hier. Fehlt irgendwie ein bisschen Geräusch, habe ich so ein Gefühl. Und das war's dann auch für heute, für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. In New York wieder, in Eastside oder beim Eastside Friedhof. Tschüss!